In Köln wurde heute Abend das neue Funkhaus des Deutschlandfunks eingeweiht. Es entstand in 6-jähriger Bauzeit. Angefangen hatte es ganz klein am Neujahrstag 1962. In diesem Gebäude war bis zuletzt das alte Funkhaus untergebracht. Die einzelnen Redaktionen verteilten sich auf bis zu 17 verschiedene Häuser, die nur angemietet waren. Dieses Provisorium hat nun ein Ende. Viel Prominenz aus Politik und Rundfunk und ein breit gefächertes Unterhaltungsprogramm aus Klassik, Schlager und Tanzmusik. So feiert der Deutschlandfunk heute Abend 6 Stunden lang die offizielle Eröffnung seines neuen Funkhauses. Gesendet wird von hier bereits seit Februar vorigen Jahres. Und zwar rund um die Uhr Programm in deutscher Sprache und abends in 14 europäischen Fremdsprachen. Im Gegensatz zu den Landesrundfunkanstalten soll der Deutschlandfunk laut Programmauftrag ein umfassendes Bild von ganz Deutschland vermitteln. Dazu gehört in besonderem Maße die Berichterstattung über die DDR. Und das ist der Gebäudekomplex, in dem neben dem Deutschlandfunk auch die Deutsche Welle untergebracht ist. Bereiche wie etwa Sendesaal, Bibliothek und Datenverarbeitung werden von beiden Sendern gemeinsam genutzt. Die Kosten des fast 100 Meter hohen Giganten 135 Millionen Mark.